Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Heute wird's richtig spießig, denn wir gehen in Richtung Kroatien bzw. Balkangegend. Wir machen leckere Rasnici. Das sind so Spieße wie Schaschlik. Die sind schön gegrillt worden und wie wir die gemacht haben und was wir dafür alles brauchen, seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, ihr könnt es sehen, ich stehe hier mit dem Pullover, also der Sommer ist jetzt tatsächlich vorbei. Wir haben heute geschmeidige 10 Grad, fürs T-Shirt reicht es dann nicht mehr. Trotzdem haben wir heute so einen Tag erwischt, wo ab und zu mal wieder die Sonne durchblinzelt und das ist dann doch ganz angenehm. Und ich sehe mich einfach nach der Zeit vor einem Monat, als wir in Kroatien waren, bei 30 Grad durch die Strandpromenade marschiert sind und beim Abendessen schön seine Rasnici hintergeschmatzt hat. Und Rasnici ist genau das Stichwort, was ich heute für euch machen möchte. Also Rasnici sind quasi die Balkan-Variante, die kroatische Variante von Schaschlik, gleichen auch ziemlich den Souvlaki, die man aus Griechenland kennt. Und ja, was wir dafür alles brauchen, das schauen wir uns jetzt im Einzelnen hier erst einmal an. Der Hauptdarsteller für unsere Rasnici ist dieses schöne Stück Schweinenacken. Dann brauchen wir Salz, Pfeffer, ein bisschen einen Weißwein. Wir brauchen Kräuter, in meinem Fall ist es der Medikopter, einen Schluck Olivenöl und einen Spritzer Zitronensaft. Die 5 Zutaten, die wir haben, könnt ihr euch eigentlich auch so merken, aber dennoch findet ihr alles wieder haargenau unten in der Infobox beschrieben. Und wir müssen heute eigentlich nur unser Fleisch einmal vorbereiten und einmarinieren und damit starten wir jetzt. Die klassischen kroatischen Rasnici haben im Durchschnitt eine Länge von 6 cm und eine Breite von gut 1 bis 1,5 cm und das werden wir uns jetzt einfach mal herausschneiden. Dazu werden wir uns das Fleisch jetzt einfach einmal in der Mitte hier durchschneiden und dann sollten wir auch schon unsere gut 6 cm an Länge haben, wenn man das Ganze hier so quer nimmt. Ja, und 2 cm schätze ich jetzt einfach mal so und dann schneiden wir uns die Stücke hier raus. Unser Fleisch haben wir dann gleich in eine Schüssel gegeben. Es sei gesagt, man muss da kein Hexenwerk draus machen, wie man die jetzt schneidet. Die, wenn ein bisschen kleiner sind, ihr wisst, das ist völlig egal. Also die sollten einfach nur länglich und flach rechteckig sein. Ich weiß nicht, wie man das am dümmsten erklären kann. Ihr habt gesehen, wie es ausschauen soll. Und dann werden wir das Ganze jetzt einmal marinieren. Die Kroaten halten das alles ziemlich schlicht und einfach und fangen an mit einem richtig guten Olivenöl und davon kommen 5 Esslöffel rein. Wir geben gute 3 Esslöffel an Weißwein mit dazu. Welchen Weißwein das ihr da nehmt, das ist eigentlich völlig egal. Dann kommt etwas Säure ins Spiel. Wir brauchen den Saft von einer halben Zitrone. Das sind ungefähr so 1,5 bis 2 Esslöffel. Das Ganze wird gewürzt mit ordentlich Salz. Mit ein bisschen Pfeffer. Und dann würden wir da jetzt so ein paar frische mediterrane Kräuter mit dazugeben. Bei mir ist es dann der Medikopter, mein mediterranes Gewürz. Und da geben wir auch einmal ein bisschen was mit dazu. Dann wird das Ganze einfach nur einmal kräftig vermengt. Wer möchte, kann da auch mit der Hand reingehen. Rein optional könnt ihr da jetzt da nur ein bisschen edelsüßen Paprika mit dazugeben. Da scheiden sich aber die Geister. Die einen machen es mit Paprika, die anderen ohne. Ich mache das Ganze heute mal ohne Paprika, weil ich mal wissen möchte, wie das so ist. Weil früher habe ich es eigentlich immer nur mit Paprika gemacht. Ja, und dann wandert das Ganze jetzt für gute 3 Stunden einfach mal in den Kühlschrank. Besser ist, wenn ihr das einfach über Nacht einmal schön durchmarinieren lasst. Und dann sehen wir uns dann später wieder. Unsere Rasnici haben jetzt schon gut 2,5 Stunden im Kühlschrank mariniert. Eine gute halbe Stunde brauchen die jetzt noch Zeit. Und in dieser Zeit werden wir dann unseren Kugelgrill derweil schon mal anfeuern. Das passiert heute mit einem neuen Produkt, das ich euch heute mal vorstellen möchte. Und zwar der Steakhouse-Kohle, ganz neu von Barbecue Toro. Wie sie die verhält, was die alles für besondere
Eigenschaften hat. Ich meine, die Hersteller schreiben ja da immer viel drauf mit Kohlenstoffgehalt hier zum Beispiel von 78% und Brenndauer 4 bis 5 Stunden. Die tatsächliche Brenndauer ist natürlich dann immer doch um einiges kürzer, beziehungsweise hängt von vielen Faktoren ab. Nichtsdestotrotz werden wir das Ganze heute trotzdem mal ausprobieren. So Steakhouse-Kohle zeichnet sich einfach dadurch aus, dass sie richtig schön knackig heiß brennt. Ist ja auch für die gehobene Küche, für so Gastronomen ist die immer richtig schön und auch für uns Hobbygriller. Also eigentlich so die klassische Kohle für den Keramikgrill, aber ich denke auch hier im Kugelgrill wird sie sich da richtig gut machen. So viel auf jeden Fall mal zu der Kohle. Genauere Infos, wenn ihr da haben wollt, findet alles unten in der Infobox, werde ich euch verlinken. Und dann habe ich hier noch ein zweites Gadget, und zwar haben wir hier einen Grillaufsatz für den 57er Kugelgrill. Das ist so ein Spießaufsatz und ja, das ist so pulverbeschichtetes Edelstahl in so Anthrazit-Optik und das Ganze funktioniert eigentlich relativ einfach. Wir haben hier Edelstahlspieße mit dabei, können hier unser Fleisch aufspießen. Die meisten von euch kennen ja wahrscheinlich auch den klassischen Mangalgrill. Und ja, die fertigen Spieße werden dann einfach nur hier drüber so eingesetzt. Und dann kann man da hier abgehen. Und das schauen wir uns dann alles mal in der Praxis an. So viel einfach mal dazu und wir beginnen jetzt einfach mit unseren Kohlen. Ja, und das sind hier unsere Kohlen. Also die erste Angabe stimmt hier schon mal auf jeden Fall. Die sollen in etwa einen Durchmesser von 4 bis 15 cm haben. Also man sieht, hier sind auch richtig große Brocken mit dabei. Die möchte ich aber heute nicht haben, deswegen nehme ich die ganz großen jetzt wieder raus. Und für das bisschen, was wir grillen, sollte das hier heute dann auch ausreichen. Wahrscheinlich schon wieder viel zu viel an Kohle. Und was im Keramikgrill funktioniert, sollte auch hier im Kugelgrill funktionieren. Deswegen hier der Luftleiter und wir stecken unsere Kohlen mal an. Ja, der Grill ist dann am Durchglühen, das Fleisch ist dann auch durchmariniert und ich bin bewaffnet mit den Spießen. Und dann werden wir einfach anfangen, dass wir unsere Rasnici hier einmal aufspießen werden. Und dann werden wir uns unser mariniertes Fleisch nehmen. Ich hätte jetzt prinzipiell gesagt, man steckt ja diese Spieße hier so mit der flachen Seite nach vorne so ein. Aber tatsächlich werden diese Spieße andersrum. Und zwar, warte, ich zeige es euch mal. Die werden ja hier so mit der Seite hier nach oben eingehängt und aufgespießt. Deswegen müssen wir das anders da aufspießen, als ich das gedacht habe. Aber daran soll man nicht scheitern. Und dann werden wir uns das Fleisch hier einfach schön drüber stecken. Wie viel das ihr da auf einen Spieß drauf macht, das entscheidet ihr für euch selber. Dann werde ich das mal machen und für euch das Ganze ein bisschen im Zeitraffer. Und so schauen sie dann aus, unsere Rasnici-Spieße. Also nicht ganz so traditionell wie in Kroatien. Denn da wird das Ganze auf dem Holzspieß gemacht. Und diese Edelstahlspieße hier sind jetzt doch ein bisschen breiter. Aber das tut dem Ganzen nichts zur Sache. Riechen tun sie auf jeden Fall schon mal hervorragend. Und ja, wenn die Kohle jetzt dann hier hinten durchgeglüht ist, werden wir unseren Aufsatz drauf machen. Und dann werden wir unsere Rasnici rausbrutzeln. Die Kohle ist dann weitestgehend einsatzklar und wir werden jetzt hier unseren Aufsatz einmal anbringen. Also wie ihr seht, der passt hier richtig schön drauf. So soll es auch sein. Und ja, dann können wir eigentlich starten. Und dann werden wir unsere drei Spießchen hier mal anbringen. Das hier hinten gefällt mir noch nicht. Die tun wir ein bisschen weiter nach hinten schieben. So, jawohl, dann sollte es überall gleichmäßig sein. Ja, und dann werden wir das Ganze einfach beobachten. Ich lasse es jetzt mal für gute 2 Minuten so dahin grillen und dann werden wir das einfach mal drehen. 2 Minuten sind jetzt um und jetzt werden wir die zum ersten Mal drehen. Ja, und ein bisschen was hat sie schon getan. Aber die Kohlen, kann man sagen, die machen richtig Rambazamba, also da ist richtig Hitze da. Ja, und das Spielchen werden wir jetzt so lange machen, bis unsere Spieße dann die richtige Farbe haben, bis wir sagen, das passt so.
Und nach guten 10 Minuten haben unsere Rasnici dann die Farbe, die sie eben so haben sollen. Das macht er individuell nach Gusto, ob ihr die noch brauner haben wollt oder nicht. Und ich hätte gesagt, die werden wir jetzt dann einfach mal runternehmen. Und dann sehen wir uns drüben am Tisch wieder. Und hier sind sie nun, unsere drei Spieße. Und jetzt werden wir die auch einmal so richtig anrichten, wie man das traditionell in Kroatien bekommt. Und das geschieht eigentlich mit drei Zutaten. Und das sind zum einen ein paar Salatblätter, die wir uns hier am Rand verteilen werden. Auf den Salat kommt dann die Ajva drauf. Ajva, für alle, die es nicht kennen, das ist eine kroatische bzw. eine aus dem Balkan stammende Paprikapaste. Und darüber kommen dann ein paar rohe, kleingewürfelte Zwiebeln. Und dass das schmeckt, sieht man anhand der Wespe, die hier herumsurrt. Ja, dann ist es an der Zeit, dass wir unsere Spieße dann auch endlich probieren können. Ich werde mir jetzt hier mal einen schnappen und werde mir hier ein bisschen Fleisch mal herunternehmen. Also geht richtig, richtig leicht. Das heißt, unser Fleisch ist auf jeden Fall nicht zäh. Quietscht zwar ein bisschen, tut ein wenig weh in die Ohren, aber das war's dann. Sturmklingeln, da meine Kleine heimkommt. Vielleicht haben wir es ein bisschen im Hintergrund gehört. Und ich werde das Ganze jetzt probieren. Also innen drin sogar noch einen kleinen Touch rosa, das werdet ihr jetzt hier nicht sehen. Und dann heißt einfach mal guten Appetit. Bombe, Freunde. Absolute Bombe. Also so ist Spießgenuss vom allerfeinsten. Richtig butter zartes Fleisch und einfach mega geil gewürzt mit puristisch einfachen Sachen wie ein bisschen Wein, Salz, Pfeffer, Zitrone und ein paar Kräutern. Also mehr braucht es hier nicht, um glücklich zu sein. Lasst mir das Stück bitte schnell nur essen, weil alles andere wird jetzt dann eh kalt werden. Also Moment. Also Freunde, so holt man sich das Kroatien-Feeling definitiv wieder nach Hause. Ein paar Grad wärmer könnte sein, aber ansonsten ideal. Also hervorragende Spieße. Ihr habt gesehen, es kommt ja im Prinzip aufs Gleiche raus wie Schaschlik. Es tut da auch keinen Abbruch, wenn er sagt, ihr packt euch da dazwischen, zwischen die Spieße noch ein bisschen Paprika oder Zwiebeln oder all das, was euch behagt. Ich glaube, bei die Rasnici kommt es einfach auf die Würze drauf an. Und das ist, wie gesagt, was ich eben auch schon erwähnt habe, das Klassische hier mit Öl, Wein, Zitrone, Salz, Pfeffer und Kräuter. Ich glaube, ich habe es jetzt das dritte Mal gesagt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hervorragende Spieße, Rasnici, kann ich jedem empfehlen, die mal so nachzumachen, falls ihr die so noch nicht probiert habt. Alle, die die kennen, wissen, wovon ich hier rede. Und mir tropft einfach bloß der Zahn, also ich komme aus dem Sabber nicht mehr raus, deswegen komme ich jetzt hier auch ganz schnell zum Schluss. Ich hoffe, das kleine Video hat euch soweit gefallen. Ach so, der Aufsatz hier für unser Kugelgrill ist eine super feine Sache, das sei hier auch einmal erwähnt. Kommt dem Mangalgrill jetzt nicht 100% nahe, da der Abstand zwischen Kohle und den Spießen doch ein bisschen entfernter ist wie beim richtigen Mangalgrill. Deswegen dauert es dann auch ein paar Minütchen länger, aber ansonsten ist es eine super Alternative, wenn man sagt, sich so einen Spieß für den Kugelgrill zu holen, wenn ihr einen Kugelgrill zu Hause habt. Und die Kohlen an sich auch richtig geil, also sie haben ein bisschen qualmt, sie haben ein bisschen viel Funken gegeben, aber hitzetechnisch war da richtig Rambazamba da. Von dem her hat sie das Ganze dann wieder ausgeglichen. Kaufempfehlung hierfür definitiv. Ich werde euch alle Produkte unten in der Infobox verlinken. Schaut da gerne einmal vorbei und dann bin ich definitiv raus. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt es einen Daumen nach oben. Freundlicher Kommentar alle Male. Und solltet ihr noch keine Abonnenten sein, hier oben dürft ihr das gerne jederzeit nachholen. Ich werde mir jetzt mein Rasnici schmecken lassen. Sagt danke fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer McAllister. Macht's gut. Ciao.